So hart arbeitet der Mann, da braucht er da hin und wieder einmal ein Stückchen Fleisch. Ja, und die Endpreisweiber, die schauen ja aus. 15.000 Euro ausgestellt. Ja, das sehe ich schon auch so. Endlich ist Schluss mit der Baukerei. Das muss ja nicht wahr sein. Aber da steht schwarz auf weiß. Ja, das ist eine Stunde mir zu da sein. Aber ja nie. Ich bin jetzt mal knapp. Was seid ihr denn? Ich habe mir das Ambiente hier schon etwas edler vorgestellt. Wir bleiben Sie zum Essen, Herr. Von Hohenlohe. Der ist wirklich ganz gewiss. Mama, wir haben so viel Spaß miteinander. Aber ich hab dich noch einen Spaß gefragt. Stell dich her. Sofort die Matte von der Sammlung holt. Aber wenn jetzt deine Mutter reinkommt, nicht auszudenken. Meine Frau wird sich sicher wahnsinnig freuen. Also das ist die Partie für unsere Tochter. Nun ja, diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Verzeihen Sie bitte, Frau Gräfin. Das Ambitionen. Ich werde aufgrund meines derzeitigen Zustands darüber hinwegsehen. 500 Euro. Wisst ihr wie nix? Darf ich vorstellen, Erwin Rehlich. Ein Onkel von mir, mütterlicherseits. Das ist allein ein Blick aus seiner Kriminalerzeit, weißt du? Da hat die Leute beim Verhör immer ganz schier durcheinander gebracht. Gräfin Anastasia zur Weinlese, Herr Baron von Glauben. Ist das da freut, meine Gnädigste? Dass Sie gestern nur 500 Euro in der Tasche gehabt haben. Diese edle Stirn und dieses volle Haar. Und immer wenn ich so einen Charakterkopf sehe, dann muss ich zeichnen. Herr Professor, ich glaube, ich möchte doch nicht, dass Sie mich zeichnen. Ist das Silber? Da müssen Sie nämlich ganz gut aufpassen. Man weiß ja nie heutzutage. Da sieht schöne Pelze und die korallenvollen Schmuckschatullen. Dann kann ich Ihnen ja mein Geld ohne weiteres anvertrauen. Kann ich schon machen. Bei 8.000 Arbeitsplätzen, da findet man für die auch das Richtige. Ach, Prost! Prost!